Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge. Ich habe die Kamera nicht in der richtigen Position, aber ich kann es auch nicht ändern. Oh, Spatula, 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 Spatula! Okay. Oh, was ist denn mit mir geworden, Alter? Es ist so dumm alles. Ja, wir werden heute ein bisschen über die Änderungen auf dem PBE reden. Gleichzeitig zeige ich euch wahrscheinlich auch, wie man Losing Streak spielt, damit wir zeigen können, weil ich gerade eine Spatula bekommen habe. Es wurde einiges geändert. Unter anderem gibt es eine neue Creep Round. Ich bin jetzt gerade auf dem PBE. Hier gibt es auch schon Ranked. Das heißt, das hier ist... Ist das hier Ranked? Ich weiß nicht, ich glaube... Ja, hier seht ihr den Damage Meter. Witzigerweise haben die Gegner allerdings keine Health Bars mehr. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht geplant. Witzigerweise kann man da... Also es ist ein Toggle, aber es ist kein Toggle. Das andere bleibt dahinter. Gleichzeitig gibt es unglaublich viele Kamerabugs. Man fliegt die ganze Zeit von einem Bild zum anderen, Feld zum anderen. Man muss das alles mit ein wenig Humor betrachten. Oh Gott sei Dank, ich dachte, das wäre alles buggt. Wir gehen für... alles. Wir spielen Wild. Wir nehmen allerdings auch Noble mit. Die Idee hinter einem Losing Streak ist quasi, dass wenn ihr früh einen Spatula kriegt, dass ihr verliert. Es gibt viele, die sagen, man kann die ersten Creep Rounds verlieren, dann auf den Winning Streak gehen und immer noch als erstes im Karussell picken. Aber die Wahrscheinlichkeit, also Items sind unglaublich wichtig in den Game, dass es eigentlich keine Alternative geben sollte. Generell wurde Demons verändert, dass die jetzt True Damage machen, wenn die Mana burn, das ist insane, aber ich glaube, das wurde schon reverted. Das klingt auch auf dem Papier viel zu hart. Ansonsten, ja, normalerweise sieht man die Anzeige. Ich bin mir zumindest sehr sicher, dass die Anzeige eigentlich nicht rausgenommen wurde. Wir kriegen zumindest mal eine Tier raus, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber die dritte Runde ist die entscheidende. Ich hoffe, dass die auch immer noch gechanged ist auf dem PBE, aber sollte. Die Damage-Anzeige ist ganz cool. Vergesst allerdings nicht, dass ihr auch Einheiten habt, die quasi Damage vermeiden, ohne dass euch das mitgeteilt wird. Zum Beispiel Kassadin ist sehr, sehr gut darin, Damage zu reduzieren für euer Team und ist deswegen wichtig. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Der hier hat einen GA, der Boy. Wir spielen noch einen Garen rein für ein bisschen mehr Tankiness. Tatsächlich wollen wir auf jeden Fall verhindern, dass jeder die stirbt. Was ihr hier seht, ist, dass der Boy ein Fragezeichen über den Kopf hat. Das heißt, der hat auf jeden Fall ein Item. Hier hat jemand getankt. Aber das sieht nicht nach Absicht aus. Die haben verschiedene Buffs. Der hier hat jetzt einen GA-Buff. Das heißt, der steht wieder auf. Es gibt auch einen Red-Buff. Und es gibt auch noch... Kann ich euch das zeigen? Es müsste auch noch einen anderen Buff geben. Schön, dass sich das immer wieder resettet. Das da. MR Reduction ist das. Quasi dasselbe, wie sonst das Item geben würde. Und aus dem kriegt ihr immer ein Item. Das heißt, ich weiß jetzt, yo, ich kriege auf jeden Fall eine Sache. Renn da drüber und ich kriege ein Spear of Sojin. Also zumindest in Kombination. Das ist ganz cool. Wir haben jetzt tatsächlich einen relativ guten Start. Das heißt, auf Losing Streak zu gehen, wird jetzt gar nicht so einfach. Tatsächlich wird es relativ schwer, weil wir den Darius so früh hochkriegen. Und man mit Noble normalerweise die Runden gewinnt. Das heißt, was wir machen ist, wir stellen einen Mix auf. Wir stellen einen Mix auf, weil wir verlieren wollen. Unser Ziel ist es hier tatsächlich am Anfang zu tanken, damit wir im Karussell möglichst weit vorne sind. Das Trickige dabei ist allerdings, dass du quasi so aufbauen musst, dass du gewinnst, dass du verlierst, allerdings nicht zu hart verlierst. Das wird vor allem dann natürlich relevant, wenn andere auch für den Losing Streak gehen. Was relativ selten passiert, das ist übrigens der Bug, den ich meine, ihr müsst dann woanders hinklicken und dann auf euer Feld. Wenn ihr direkt auf euer Feld klickt, verliert, habt ihr keine Chance. Dann kommt ihr nicht wieder dahin, wo ihr eigentlich hin wollt. Das heißt, es ist quasi sehr Also skillmäßig ist es sehr schwer, absichtlich zu verlieren, weil ihr quasi immer die Stärke eurer Gegner halbwegs einschätzen müsst und daraus dann quasi die Entscheidung trefft. Das heißt, hier laufe ich in einen perfekten Loose rein, weil der Gegner am Ende noch eine Unit hat, was allerdings in dem Moment gar kein perfekter Loose ist, weil ich damit nicht weit genug runter ins Karussell komme. Die meisten werden jetzt auf der nächsten Stufe witzigerweise upgraden, was natürlich unter den besten Spielern nicht so sein wird. Auch jetzt, wenn ich jetzt zu mir klicke, klappt das nicht? Wenn ich erst zum Midlane klicke, klappt das. Don't ask me why. It's pretty much insane. Aber so ist es aktuell. Jetzt müssen wir auch noch den Garen rausnehmen, weil auch der Garen zu stark ist. Wir können allerdings wahrscheinlich jetzt auf hier ein bisschen Synergy gehen. Der hat einen Warwick 2, der hat einen Graves 2. Der ist halt super bad. Dadurch, dass der so schlecht ist, können wir jetzt nicht für eine bessere Unit gehen. Wir müssen sogar noch mal schlechter werden und spielen noch eine Fiora rein. Wir könnten jetzt natürlich auch gewinnen. Warum wollen wir verlieren? Weil wir dann das früher picken können im Karussell und dementsprechend bessere Chancen haben. Ich hätte einen anderen Pinguin hier auswählen sollen.
Jetzt bin ich witzigerweise wieder auf einem anderen Feld gelandet. Das ist jetzt zum Beispiel eine relativ harte Niederlage, weil ich gegen den spiele, der einen Warwick 2 hat und der einfach aktuell natürlich dann sehr stark ist. Das heißt, ich kriege jetzt hart ins Gesicht, aber auch das ist nicht so mega schlimm. Das Einzige, was hier quasi unglücklich für uns ist, dass wir den Losing Streak nicht wirklich ausspielen können, weil wir danach in den Winning Streak gehen werden. Mit Darius und Garen 2 sind wir sehr, sehr stark. Das heißt, da haben wir viele Möglichkeiten. Wir könnten aber auch hier dann noch künstlich verlieren bis zur Golem-Round. Und ich glaube, ich werde das zeigen. Weil generell ist es so, dass ein Losing-Streak sich immer so aufbaut, dass ihr quasi ab 5 verlorenen Runden kriegt ihr 2 Gold, was insane viel ist. Wir müssen jetzt kurz finden, wo wir sind. Wir haben ein gigastarkes Line-Up. Es ist tatsächlich eins der stärksten Line-Ups. Wir werden Noble mit. Wir werden Noble mit Darius und Garen spielen, was ziemlich insane ist. Wir haben jetzt ein bisschen Synergy. Holy shit, der Nari 2. Das sollte allerdings immer noch schlecht genug sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, deswegen stelle ich Nidalee hier absichtlich schlecht hin, damit sie auf jeden Fall vor Darius tankt und Darius Bodyblockt, damit wir die Runde nicht aus Versehen gewinnen. Wir spielen tatsächlich gegen den, der uns eben Sorgen gemacht hat, weil er gar nichts hatte an Lineups. Die Damage-Anzeige ist aktuell noch irrelevant. Die ist für uns immer dann relevant, wenn wir überlegen, eine Unit zu wechseln oder ähnliches. Dummerweise kriegt unser Warwick auf jeden Fall die Ult raus. Aber es ist trotzdem fein. Das Problem ist ein bisschen, wie hoch er verliert. Okay, wir sind auf Platz 2. Das ist fein. Ich hätte fast den Darius nicht gepickt. Den wollen wir aber picken, weil wir danach Highrollen werden. Auch hier wieder reinklicken. Der ist our boy. Und dadurch kriegen wir gleich eine Free Unit. Und das ist, die Taktik ist vor allem dann immer stark, wenn ihr früh einen Spatula, also einen Pfannenwender kriegt. Weil dann könnt ihr genau dafür gehen. Und wann immer ihr das früh kriegt, wollt ihr für Losing Streak gehen. Völlig egal, was ihr habt. Ihr seht, was für ein insanes Line-Up ich habe, aber es ist einfach mega, mega smart, nicht dafür zu gehen. Weil es einfach. Also, mega smart, nicht für das gute Line-Up zu gehen, sondern für ein scheiß Line-Up zu gehen. Damit ihr halt eben den Losing Streak mitnehmt. Wir könnten jetzt auch nächste Runde noch absichtlich verlieren, um quasi den Losing Streak länger aufrechtzuerhalten, um hier das maximale Gold zu haben. Aber der Unterschied ist gar nicht so krass, weil bei einem Losing Streak ist es zwar so, dass du ja genauso viel kriegst wie beim Winning Streak, aber du kriegst dieses ein extra Gold nicht dafür, dass du verlierst. Oh, Twisted Fate ist da. This could get ugly. Ah, oh, what the fuck, Alter. Ah, this is actually completely insane. Line-up-mäßig ist das disgusting, was wir haben. Deswegen geben wir jetzt hier auch gar kein Fick über den Losing Streak weiter aufrechtzuerhalten. Wofür wir gehen hier ist Knight into Ranger. Also Ranger, weil sie ein Ranger ist. Er ist ein Ranger. Und dann Ashe. Ashe wiederum hat Sejuani als Knight-Option noch. Wir sollten keine Runde mehr verlieren aktuell. Also, es sollte einfach nicht möglich sein. Wir haben so ein starkes Line-Up. Der Nobelwaffe ist auch auf Vayne, die das schlechteste Navi der Welt hat. Es ist deeply impressive. Und von hier gehen wir jetzt quasi auf den Runic Streak. Wir hardrollen nach den Golems. Weil da wird unsere Experience bei 8 von 10 sein. Und da wollen wir quasi anfangen, richtig hart reinzurollen. Generell wollt ihr immer dann highrollen, wenn ihr die Option für Tier 3 Units habt, die ihr auch bis ins Late Game erstmal behalten wollt. Zum Beispiel Wild ist ein schönes Beispiel dafür, dass ihr tatsächlich bei Wild jede Unit bis zum Ende behaltet. Das heißt, sie hochzukriegen ist relativ worth. Gleichzeitig ist Wild hat allerdings auch die Problematik, dass eure Comp erst dann stark ist, wenn ihr den nahe hittet. Und nahe hittet ihr umso wahrscheinlicher, so früher ihr einen High Level habt. Wenn ihr allerdings für Night Ranger geht, dann ist es so, dass ihr einerseits natürlich von Kindred und so profitiert, euer Lineup aber links schon vorher Spike. Plus, ich habe die Free Unit. Das heißt, ein Level-Rückstand ist auch nicht so schlimm. Natürlich könnte man jetzt sagen: Ja, Alter, Fiora, wo ultest du denn hin? Ja, manchmal ist es echt weird, was die hier machen. Natürlich könnte man sagen: Ja, gut, okay, aber wenn du früher levelst, hast du noch mehr Vorteil. Klar, sehe ich auch. Hold. Zeit. Sorry, buddy. Vielleicht gibt ihnen das ja ein besseres Gefühl, ne? You can never be sure. Ey, es ist insane, was wir hier gerade kriegen. Also, da kann sich echt niemand beschweren. Was wir jetzt sehen, ist, dass der da hinten ein Item hat. Das heißt, normalerweise würden wir jetzt auf der Seite eher aufbauen, weil das wichtiger ist. Aber es ist für uns tatsächlich egal.
Ja, der Garry wird hinten rumlaufen, dann zuerst die Aggro ziehen. Ich glaube, ich will, dass der Darius die Aggro zieht von denen. Das ist für uns besser. Wir kriegen quasi Darius 3 mehr oder minder for free. Oh, actually wird er komplett for free sein wegen Force of Nature. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier könnten wir jetzt auch schon Reuner. Wir sind da halt bei 6 von 10. Wir wollen bei der Max-Zeit hingehen. Der DPS-Meter ist ganz nett. Das sind übrigens absolute Damage-Zahlen. Das heißt, es ist natürlich stark davon beeinflusst, wie lange eine Unit überlebt. Ich weiß nicht, was mit den HP-Bars hier aktuell ist. Aber ganz offensichtlich hat der hier scheinbar noch HP. Ansonsten würde er umfallen. Und der wird jetzt gleich auch noch einmal wiederbelebt, aber ist völlig in Ordnung. Warum ich Darius tanken lassen wollte statt Garen ist, weil Darius sich mit seiner Ult halt nochmal gegenheilen kann, was ganz cool ist. Der Vorteil davon wäre, wenn wir Losing Streak jetzt noch länger laufen gehabt hätten, ist, dass wir auch im nächsten Karussell relativ weit unten sein werden, obwohl wir dann Winning Streak am Laufen haben. Das kann sehr, sehr oft ein massiver Vorteil sein. Normalerweise bin ich ein Fan davon, die Items früh zu spielen. Achso, jetzt rollen wir übrigens heavily. Wir nehmen den nächsten mit. Das ist auch ein Knight. Das heißt, den können wir auch mitnehmen. Auch wenn er normalerweise nicht unbedingt Teil der Comp ist. Ich rolle ein bisschen langsam. Normalerweise solltet ihr schneller rollen. Ich rolle tatsächlich einmal auf 0. Weil hier halt die Wahrscheinlichkeit, die Unit zu hitten, die höchste ist. Oh shit, ich habe mich umgestellt. Ich habe mich umgestellt und ich habe den Darius 3 nicht bekommen, weil ich zu langsam gerollt habe. Und mein Darius ist jetzt tatsächlich AFK, weil ich nicht umgestellt habe. Das ist giga-disgusting. Und die Lulu ultet, deswegen kann mein Darius nicht ulten. Ah, das hurts so bad, dass wir da tatsächlich die Runde dafür verlieren. Das ist sehr ärgerlich, weil wir halt jetzt den Losing Streak quasi nicht mehr so halten können, wie es uns lieb ist. Normalerweise wollt ihr natürlich auch für eine Vayne 3 gehen, aber ich meine, wenn es nicht geht, geht es halt nicht, ne? Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt wollt ihr immer so lange rollen, bis ihr die 3er-Units habt. Und das ist an sich natürlich auch nicht völlig falsch, aber das, was quasi der Fehler daran ist, so zu denken, ist, dass. Ich kann noch eine Unit setzen, ne? Können für 4er Knight gehen. Wir werden ein bisschen frontaler aufstellen. Wenn die Vayne gebackline-dived wird, wird sie halt gebackline-dived. Ihr wollt die mit dem AOE immer in die Mitte stellen. Was ich hier mache, ist quasi, ich stelle die Poppy hinter die Vayne, weil die Poppy useless ist. Aber das, was quasi der Clou daran ist, ist, dass Vayne nicht von den Assassins sofort gehittet wird. Wir könnten das natürlich vergeben, aber wir wollen hiermit vielleicht noch einen Rageblade bauen. In unserer Comp wird es kein Mage geben, aber Spear of Sojin ist trotzdem auf der Ashe zum Beispiel sehr, sehr stark. Das heißt, auch das wollen wir nicht vergeben. Wir könnten allerdings Spear of Sojin Fiora geben, weil wir auf jeden Fall Spear of Sojin daraus bauen werden. Und wir. Mein Darius ist ziemlich buggt, oder? Oder wurde er einfach wieder sehr, sehr oft gestunt? Das ist disgusting. Also das bei Darius jetzt natürlich auch noch buggt, ist natürlich sehr ärgerlich. Kassadin ist auch immer eine Option, dem Anfang früh zu suchen. Das mit dem Rollen wollte ich noch erklären. Also quasi, ihr wollt natürlich heavily rollen, aber ihr wollt immer nur dann rollen, wenn es Sinn macht. Und wann macht es Sinn? Na, ihr wollt immer noch weiter Interest stacken. Also ihr wollt möglichst viel Interest haben in eurer Comp. Das heißt, das nächste Mal rollen wir quasi, bevor wir auf 6 gehen wollen. Wir sind allerdings auch schon 6 und auf 6 sind wir normalerweise schon sehr, sehr stark. Ich könnte Varus zum Beispiel spielen, statt Fiora jetzt, um nochmal darüber mehr Ranger-Power zu kriegen. Weil Fiora gibt uns nichts außer Noble, aber Noble ist gerade actually noch mehr wert. Dass unser Darius 3 geistig ein bisschen deppert ist, hat uns ja halt gerade die Runde gekostet, aber sowas passiert. Was wir jetzt sehen, ist, dass hier jemand schon für Ashe und Varus geht. Das heißt, unsere Comp wird nicht uncontested sein. Knights werden umkämpft werden. Die Mordekaiser werden wir. Hat man deswegen gerne im Line-Up, weil er Phantom ist und Phantom wiederum auch Kindred ist. Vielleicht war Darius genau wie eben einfach nur durchgestunt, aber jetzt ist zum Beispiel auch mein Garen und meine Poppy gestuckt. Utterly disgusting. Ist das verbuggt alles? Ich hoffe wirklich, dass diese Bugs raus sind, na? I mean. Oh. Das ist halt Next Level Bug-Shit. Warum habe ich jetzt so eine Sicht? Whatever, man. What fucking ever. Dadurch, dass wir so weit unten sind, können wir jetzt allerdings wieder für den Spatula gehen. I mean, why not? Vielleicht kriegen wir ja noch einen.
Und selbst wenn nicht, können wir daraus zumindest dann auch eine sinnvolle Unit machen. Das heißt, wir können in dieses Line-Up, was können wir integrieren? Wir können auch einen Knight mehr haben. Du kannst zum Beispiel auch einen ADC Knight geben, wenn du 4er Knight spielst oder 3er Knight spielst. Und dadurch kriegt er auch diesen Damage-Block, was viele gerne mal vergessen. Buck, let me die. Ja, welcome to my world. Wurde ja auch schon die ganze Zeit einfach nur hart BM'd. Ja, wir haben jetzt zwei Runden fast verloren. Und das scheint jedes Mal zu passieren, wenn der Ash Arrow kommt. Das heißt, wir werden noch sehr wenig Spaß damit haben. Jetzt stellen wir nicht mehr so auf, dass wir für die Vayne aufstellen. Ja, I guess this is fine. Fuck this game. Alter, kann man denn so salty sein? Beruhige dich. Könnten hier aus einen Sorcerer machen. Sorcerer ist zum Beispiel deswegen interessant, weil Sorcerer gleichzeitig durch Passive ist, dass du mehr Mana mit Autotext generierst. Das heißt, das ist auch für eine Edge möglicherweise interessant. Wir könnten auch noch einen weiteren Glacier machen. Du kannst zum Beispiel einen ADC zum Glacier machen, das ist sehr nett. Wir gucken uns einfach mal den Damage an. Wie ihr sehen könnt, Fiora sehr weit vorne, Spear of Sojin hat sie drauf. Alle meine Knights sind mega stuck. Pike macht jetzt gar nichts mehr. Uff. Lol. Die haben sich einfach auf Unentschieden geeinigt. Ja, komm, da kriegt er von mir auch nochmal ein Fragezeichen. Ja, Leute, so sieht aktuell der PBE aus. Ich habe heute leider nicht Zeit, ein weiteres Game aufzunehmen, weil heute Abend Kinger Spanner ist. Wenn dieses Video online geht, ist übrigens kein Kinger Spanner live. Schaltet gerne ein. Das heißt, ihr müsst euch leider damit anfreunden, weil ich gerade nichts anderes habe. Aber es zeigt auch ganz schön, warum der PBE gerade Probleme hat. Das Ding ist, Ranked soll nächsten Mittwoch rauskommen und ich weiß nicht, ob die Probleme bis dahin gelöst sind. Ich hoffe, ich konnte trotzdem ein bisschen was erklären mit dem Funwender, weil er doch recht interessant ist. Also die Taktik, Funwender in Toulouse zu spielen. Als Early Pick, weil du dadurch halt genau solche Situationen provozieren kannst. Normalerweise sollten wir aktuell jede Runde gewinnen. Noble, 4er Knight. Ich meine, wir haben nicht viele Items auf der Vayne. Er hat den Mordekaiser geguckt, das ist sehr angenehm. Ich frage mich, ob die unsere Units jetzt hier das Battle ausspielen oder halt einfach irgendwann wieder aufhören. So ein Item wie Spear of Sojin Fiora zu geben, ist deswegen vor allem so wichtig, weil du sie ja später auf jeden Fall verkaufst, aber sie sehr viel mehr Value darüber hat, dass sie das Item halt in der Phase hat. Das heißt, selbst eine Trash-Unit wie Fiora kann tatsächlich worth werden. Wann rollen wir jetzt? Naja, wir rollen quasi, bevor wir das nächste Mal zum Level kommen. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Jetzt müssen wir uns wieder zurückklicken. Das heißt, wir rollen quasi bei 16 von 18 zum Beispiel. Wir könnten jetzt Cho schon mal kaufen. Wir könnten ihn nachher zum Knight machen. Ich weiß halt nicht, links gerade nicht womit. Ich glaube mit Armor. Kann ich die Unit verkaufen? Und zwar für zwei Varus, aber das will ich eigentlich nicht. TFC Knight Spatula. Ja, alle Items, bla bla. Ich will doch einfach nur. Knight war mit Armor, yes. Ich glaube, das hatte ich auch gesagt, ne? Auch hier sieht man jetzt wieder, dass da ein Item ist. Meine Poppy Hood war sehr interessant. Hier droppen Items aus Dingen, die ich nicht sehe. Und dann wiederum Dinge aus nichts, wo nichts ist. Das ist. Daraus könnten wir zumindest Glacier machen. Ist ja auch sehr interessant für unsere Kompis. Ist die Frage, wie viel wir jetzt der Vayne geben, weil wir die Vayne wahrscheinlich sogar auf 3 kriegen. Und auf 3 ist sie stark. Normalerweise würde ich die Items eher für die Ashe saven. Weil es halt ein bisschen wichtiger ist quasi, dass die Ashe Attack-Speed und sowas hat, damit sie halt ihre Ult öfter prockt. Aber weil sie eh Spear of Sojin kriegt, wird sie so oder so relativ stark werden. Das heißt, wir können jetzt quasi alles unserer Vayne geben. Das heißt, wir geben hier einen Rage Blade. Und wir können ja auch noch den Bloodthirster hinterhergeben. Normalerweise ist Hexed Gunblade zum Beispiel ein bisschen besser für eine Vayne, weil sie darüber auch von ihrer Passive quasi wreckt. Aber das ist jetzt für uns jetzt gerade erstmal irrelevant. Wir stellen sie ein bisschen heran, damit der Typ, der Blitzcrank spielt, wenn er von hier hockt, weiter den Mordekaiser hockt. Wenn er von hier hockt, hockt er Poppy. Das heißt, in beiden Fällen ist unsere Vayne fein. Das wiederum zackt natürlich für unsere Vayne jetzt ein bisschen, ne?
Man hätte den Tech-Speed auch sparen können, um für einen Phantom Dancer zu gehen. Gerade wenn man weiß, man spielt gegen Assassins, ist das ziemlich worth. Aber hier in dem Fall will ich ja mit der Armor aus Sugared Knight machen. Das ist zumindest mein aktueller Plan immer noch. Jetzt spielt leider mein Garen halt nicht mehr mit. Meine Fiora hat auch keine Lust zu ulten. Okay. Garen ist einfach nur KS-Spieler und wartet darauf, dass er Garen anspringt, um ihn dann zu killen. I can respect that. Fiora würdet ihr jetzt zum Beispiel jetzt nie mitnehmen, weil selbst die Fiora 3 würdet ihr nicht spielen. Wenn ihr noch für eine OB gehen wollt, dann könnt ihr noch für eine Leona gehen oder eine Kayle, die ja auch Knight ist, witzigerweise. Das heißt, hinten raus würde das schon wieder gehen. Aber wir haben noch keine Ashe gesehen, das ist ein bisschen ärgerlich. Wir werden hart rollen, um Mordekaiser und Garen auf 3 zu kriegen. Und die Vayne vor allem. Die Vayne ist da mit das Entscheidendste. Das heißt, bei 16 von 18 werden wir nochmal komplett unser Gold wegrollen. Wir könnten jetzt auch nochmal versuchen zu verlieren, um hier nochmal einen Spatula zu kriegen. Aber ganz ehrlich, dafür sind die anderen gerade auch einfach ein bisschen zu schwach unterwegs. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Damage Dealt ist jetzt witzigerweise bei 0. Kann ich mir jetzt auch nicht ganz erklären. Fiora mit dem schönen Riposte wieder. Jetzt wird allerdings das Movement wieder ein bisschen eingeschränkt. Er hat wirklich seinen Spell noch rausbekommen, oder was? Mordekaiser läuft über an unsichtbaren Mitspielern vorbei. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass Leute, die sterben, bleiben da. Das haben wir gerade gesehen. Also sie bleiben für das Game da. Units versuchen an ihnen vorbeizulaufen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ist es gleich risky, alles wegzuräumen? Ja, klar, schon ein Stück weit. Aber wir sind in so einer komfortablen Situation, dass das eigentlich fein sein sollte. Ansonsten, kommt-mäßig, wie gesagt, ist das alles sehr auf Ranger Knight fixiert. Vierer-Units könnt ihr trotzdem mitnehmen, gerade als Übergang sind die immer stark, wenn mir jemand in der Heavy Glacier geht. Der hat allerdings noch nicht genug Frontline. Der hat allerdings auf seiner Backline zwei Units mit Rageblade. Das ist ein bisschen tricky. Weil desto länger hier der Fight dauert, desto krasser wird es natürlich. Fury kann jetzt wieder nicht reinmoven, weil da ja ganz viele Gegner sind, die wir nicht sehen. Und mein Darius kann sich leider auch nicht mehr bewegen, weil da halt ganz viele Gegner sind, die wir nicht sehen. Während meine Vayne jetzt allerdings einfach stirbt. Solange der Bug da ist, ist Cornern zum Beispiel ja auch giga broken. Weil selbst wenn deine Frontline stirbt, also. Ja, das ist just Bullshit. Okay, zwei Leute mit Spatulla, das heißt, es gibt trotzdem eine Option, dass wir es kriegen. Ansonsten würden wir für Armor gehen, um einen weiteren Knight zu erschaffen. Das Ding wird auch ganz gut für uns stehen, wenn wir rauskommen, aber es ist tatsächlich gone. Den Knight zu erschaffen, ist das gerade Prio? Ja, ich denke schon. Aber Kindred wäre auch wichtig. Ich glaube, Kindred ist wichtiger. Dadurch, dass wir noch vier Knights haben und aktuell keinen haben, den wir unbedingt rauswerfen müssen, wäre Kindred wichtiger, weil wir mit Kindred zusammen die Synergy für Mordekaiser procken und Kindred auf jeden Fall die stärkste Unit ist, die wir als nächstes reinnehmen können, weil sie uns Ranger gibt und gleichzeitig halt Phantom prockt. Das ist eine sehr, sehr gute Combo gerade für uns. Unit brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt lässt es wieder rollen, was das Zeug hält. Wir kriegen einen Garen. Wir müssen jetzt gleich trotzdem mal gucken, wie wir das platzmäßig hinkriegen. Da war eine Poppy. Oh shit, da war ein Mordekaiser. I'm a bit retarded. Da war noch eine Poppy, aber die will ich eigentlich nicht unbedingt. Ist die Vayne. Dafür müssen wir leider jetzt Platz schaffen. Tja, kann ich für alles gleichzeitig gehen. Den wollen wir aber eher behalten als den Garen, right? Wir hätten den Varus wirklich eher hochbringen sollen, als versuchen für die Knights noch auf 3 zu kriegen.
Jetzt kommt da noch die Erschreiner. Okay, Garen. We really tried it, but it didn't work out. I'm really sorry. Ja, jetzt haben wir Mordekaiser 3. Venta ist trotzdem really important for us. Kriegen wir allerdings nicht. Wir haben jetzt das ganze Gold weggerollt, eben weil wir da noch die bessere Chance für Einser-Units haben. Ich habe die ganze ganz genaue Verteilung aktuell allerdings auch nicht im Kopf. Das heißt, es kann sein, dass es tatsächlich gar nicht so einen großen Unterschied macht auf dem Level. Wir haben jetzt Kindred, das heißt, darüber haben wir jetzt Ranger, wir haben Phantom, wir haben Vierer Knight, wir sind immer noch ziemlich strong. Das Problem ist, unsere Knights sind relativ hart disabled dadurch, dass sie sich halt die Hälfte der Zeit sehr aktiv um Gegner rumbewegen müssen. Und dadurch natürlich nicht angreifen können. Während Pike zum Beispiel halt eine Unit ist, die einfach durchjumpen kann. Das ist jetzt aktuell nicht wirklich fair, but we can't change it. Und wir müssen damit leben, was wir vom Spieler halt eben vorgesetzt bekommen, auch wenn es eine komplett zugebackte Kacke ist. Leona, nope. Cho'Gath, yes. Aber es ist auf der Ash eigentlich besser. Das Problem ist die... Ja, tricky. Wir könnten auch der Vayne jetzt zum Beispiel Glacier geben. Aber 6er Knight spielen zu können, ist eigentlich sehr attraktiv. Aber mit Garen 2 ist es schon wieder deutlich weniger attraktiv, ne? Gucken wir mal. Ah, ich hätte zumindest kurz warten können, was wir hier noch kriegen. Aber es hätte nichts daran geändert, wenn ich... So, Jin Gibi, jetzt können wir noch einen Knight spielen. 6er Knight. It's probably pretty strong. What is happening here? Die Leute sind alle nicht so glücklich darüber. Kann ich verstehen, ich bin auch nicht happy. Ich habe Angst, jetzt zu sterben, deswegen rolle ich jetzt tatsächlich jede Runde, statt wieder für den Moment zu warten, wo das Rollen am sinnvollsten ist. Hier wollen wir einiges von. Wir können jetzt quasi noch eine Unit zum Knight machen. Es ist die Frage, welche Unit wir nehmen, ne? Cho'Gath wäre obvious choice. Allerdings bist du halt auch Knight. Jetzt haben wir 6er Knight. Das ist schon relativ disgusting, ne? Und wenn wir uns so breit aufstellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Units gleich von den toten Units geblockt werden, auch ein bisschen geringer. Dass man überhaupt mit sowas planen muss, ist natürlich kacke. Denkt mal und hält bitte daran, dass der PBE genau für sowas da ist, ne? PBE ist halt da, um Bugs rauszufiltern. Das heißt, im Best Case hat Riot das jetzt dank diesem PBE auf dem Schirm und wird das alles ändern, bevor es uns auf den Live-Servern erwartet. Das wäre der ultimative Dream. Ob das tatsächlich so ist, das werden wir dann nächsten Mittwoch sehen. Während wir hier leider weiter relativ hart ins Gesicht bekommen. Schade, wir hatten einen relativ guten Draw am Anfang. Die Fehler, die ich definitiv gemacht habe, ist das mit dem Rollen. Ich hätte da nicht mehr rollen dürfen. Ich hätte da nicht mehr rollen dürfen, um zu versuchen, den Garen und Mordekaiser auf 3 zu kriegen. Ich hätte einfach sagen sollen, ich spiele ja 2er weiter und gucke dann, was ich stattdessen für Units reinnehme. Wenn wir dafür vernünftige Units gegangen wären, wäre unser Game jetzt deutlich entspannter. Und ich weiß nicht, ob 6er Nightwolf gewesen wäre. Ich glaube, mit 2 Rangern und der Vayne, die wir zu Glacier machen, hätten wir mehr Impact gehabt. Dann hätten wir nämlich jetzt Kindred gestellt, dann hätten wir Phantom, Double Glacier, 4er Knight. Das wäre absolut solid gewesen. Das Ding ist, dass 6er Knight halt nicht hinten raus unsere Win Condition sein wird, weil wir den Garen nur auf 2 behalten werden. Und wir damit definitiv verlieren würden. Cho'Gath wird leider nicht noch eine Ult durchkriegen. Auch wenn er es verzweifelt probiert. Und der Karen macht uns, der Draven macht uns genauso wie letzte Runde am Ende kaputt. Wenn wir die Vayne 3 hätten, wäre das Leben ein bisschen anders. Dadurch, dass wir die ganze Zeit verlieren, rolle ich jetzt die ganze Zeit rein, in der Hoffnung, die Vayne 3 zu hitten. Stattdessen kriegen wir eine weitere Ash, was auf dem Papier auch nice ist, uns jetzt allerdings direkt keinen Power Spike gibt. Wir sind so weit unten, dass wir wieder eine Free Unit gleich bekommen. Auch deswegen hätte man, wenn man das antizipiert, hätte man sagen können, wir behalten Spatula, dass wir Spear of Sojin auf eine Unit haben, die wir nicht nutzen, ist
auch sehr, sehr bad. Wir könnten jetzt auch nochmal sparen, um quasi eine Unit mehr zu setzen, weil eine Unit mehr würde uns Glacial und Ranger geben. Aber ich muss sagen, dass mein Fokus durch die ganzen Bugs auch ein bisschen weg ist. Ne? Das ist durchaus ein kleines Shitfest. Ja. Ja, nee. Dafür haben wir einfach auch nicht genug Damage. Auch da sieht man, dass ich hier Frontline zu sehr über Backline gestellt habe. Der PBE ist aktiv verbuggt und wir sollten hoffen, dass Riot das fixt. Aber ich bin da frohen Mutes. Schaut auch morgen wieder rein für eure tägliche Dosis TFT. Dann werde ich auch nicht siebter. Yay.